Hey und willkommen zurück zu Pokémon Art Gold. Was wollte er wohl gerade sagen? Egal. So, ihr seht hinter mir ein Knogger. Oder Nogger oder wie auch immer man das nennen möchte. Mein kurz mal angezeigtes Team. Ich habe umgestellt, aber extrem. Ja. Garados kommt wieder raus für Ampharos. Ansonsten wollte ich das Team ganz gern so lassen mit Ho-Oh, Feuerflug. Da haben wir Fliegen abgedeckt, haben wir Feuertyp abgedeckt. Meiner Meinung nach sehr praktisch. Ja, und ich glaube, Psychosensor lasse ich nachher irgendwie verlieren oder bringe ihm was Besseres bei. Mit der Taktik Sonntag. Voll Sonntag werde ich eh nie benutzen. Sonntag kann ich eigentlich auch mal wegmachen. Habe ich noch eine. Ne, die Flammwurf-Dings habe ich meinem Smogbock beigebracht. Hier sieht man ganz kurz hier. Flammwurf, Flammbad, Spukball, Gewissheit. Gewissheit kommt nachher wahrscheinlich auch wieder weg für eine Giftattacke. Matschbombe hatte ich in Visier, aber ich weiß nicht, wann Smogbock das lernt, falls es das überhaupt noch lernt. Ja, Papunga bleibt noch, wie gesagt, Garados nachher für Ampharos raus, damit wir ganz viel abgedeckt haben. Ich denke mal, aus dem Blitzer und dem Arcani wird wohl nichts mehr. Und Tauboga, ja, wie gesagt, wegen Ho-Oh, ich habe ja Fliegen. Eigentlich teile ich Tauboga oder Tauboss. Anführungszeichen sowieso nur für Fliegen oder Flugattacken, wie auch immer. Ich sehe, dass ich gerade ein bisschen laut bin, Alter. Ich glaube, das ist besser so. Und dann wollen wir noch mal sehen. Ja, mein Nogger vorne gegen ein Wasser-Pokémon ist natürlich sehr, sehr richtig. Na, so wollte ich das sehen, also so wollte ich natürlich nicht sehen. So, Knogger raus, Pampunga rein, Pampunga, auf jeden Fall. Haben wir noch Topschutz? Herr Tobias. Reicht. Reicht locker. Egal, dann müssen wir ein bisschen kämpfen. Selig fragen sich jetzt welche, warum hast du denn Garados dabei? Du hast doch Impagator. Aus dem ganz einfachen Grund, ich wollte meinem Impagator keine Kaskade beibringen. Ja, leicht erklärt, finde ich. Und Whirlpool ja auch nicht, das muss ich nachher auch wieder, wenn ich Lugia haben möchte, beziehungsweise Lugia verfange. Ja, entschuldigt mir meine Wortfindungsstörung, aber ich habe eben noch Amnesie aufgenommen und bin, oh, ich dachte, ich bin jetzt voll gegen den Stein gefahren. Und bin dann noch ein bisschen mit einem hohen Puls bei, ja. Kann man auf jeden Fall so sagen. Und ihr seht, ich habe mir das Fahrrad eigentlich gut, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part gesagt. Ich glaube ja, mit der Drachenschuppe. Da müsste ich eigentlich erzählt haben. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Und Jungs, wir machen uns auf den Weg zur Pokémon-Liga. Fotze. Huch, hier kommen nur selten Menschen vorbei. Bist du hier auf Lehr- und Wanderreise? Nein. Ich will mehr alles zerstören, ja. Oh, Bisasam, wunderschön. Natürlich gegen Papunga. Ich meine, what the fuck not. Habe ich Kehrtwende? Nein, habe ich nicht. Ah, ärgerlich. Und ich habe mich noch gefragt, so, soll ich Kehrtwende lernen? Ja, und da habe ich die Quittung. Oh, mit seinem Irokesen. Mit seinem mega geil. Das tut bestimmt weh. Ach ja, mein Nogger hat den EP-Teller, weil es noch den Los-Level hat. Jetzt kommt gleich Bisa-Floor, will er mir schon geben. Ja, dann zeige ich... Nein! Doch, ich habe Feuerattacke, ich habe Vermurf. Alles cool. Ja, weil Bisa-Floor ist ja Pflanze und Gift. Und ich wollte das Ding eigentlich mit, was habe ich hier? Schlammbad, ne? Ja, mit Schlammbad außer Gefecht setzen. Aber da mein Smogmog Flinkklaue und jetzt den Flammwurf hat, könnte das eigentlich auch so funktionieren, wa? Oh. Ja. Für eine Pflanzenattacke trotzdem sehr stark gegen meinen Smogmog. Smogmog ist theoretisch ja eigentlich auch sehr tanky. Und hoffentlich lag das nicht, denn ich bin nebenbei noch, ich glaube, das kann ich auch mal kurz ansprechen. Und zwar, wenn es, wenn ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe, ich glaube, The Legend of Zelda's Windbreaker, die Videos habe ich erstmal rausgenommen, die habe ich gelöscht. Darksiders habe ich rausgenommen, habe ich gelöscht. MW2, die
Spezial-Battles oder Spezialmissionen, Spezialeinheit mit meinem Cousin Nico, werde ich auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal, das werde ich auf jeden Fall nicht liegen lassen. Weil das sich ja relativ leicht wieder einpendeln lässt, da haben wir nichts, irgendwie keinen Spielspeicherverlust. Ja, Kingdom Hearts habe ich glaube, ja, Kingdom Hearts habe ich aber schon länger, glaube ich, schon weg. Das war's eigentlich. Dazu dann die Updates Darksiders, werde ich auf jeden Fall nochmal neu anfangen. Moment. Wohin bist du mit deinem Pokémon denn unterwegs? Ist deine Verbindung zu ihnen stark genug, dass du dir zutraust, in der Pokémon-Liga zu siegen? Lass mich doch mal sehen. Oh, deine Pokémon vertrauen dir wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich einen guten Trainer begegne. Hier, ein kleines Abschiedsgeschenk. Nimm nur. TM 37? Ich weiß, dass 38, glaube ich, Feuersturm oder Flammenwurf ist. Aber 37? Sandsturm, ah. Theoretisch, da soll ich mir den Kopf drüber zerbrechen. Das brauche ich gar nicht, werte Madame. Denn ich glaube, ich bin mal so gemein und bring das meinem lieben Nogger bei. Wobei das auch nicht so die Idee ist, aus dem ganz einfachen Grund. Warte mal, Ho-Oh kann Sandsturm lernen? Wie dämlich ist das? Egal. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich glaube. Jawohl, Bodengestein. Ich will das. Ihr seht jetzt das gerade das Setup. Knochenkeule, Knochenrang, Eisstrahl, Schaufler. Ziemlich fies und bodenlastig, aber wegen Step-Attacken und so, wisst ihr ja. Eisstrahl einfach nur für Flug-Pokémon. Lassen wir da mit dem Sandsturm mal lieber. Nein. Das schon nicht erlernen. Ich glaube, das falle ich mir auf. Vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Lust, mir was zu basteln. Es ist natürlich die Überlegung groß, ne? Ho-Oh. Donner. Ich weiß nicht. Donnerblitz wäre mir lieber. Ach guck mal, Kehrtwende habe ich hier sogar als TM. Papunga. Kannst du das lernen? Tatsächlich. Ich glaube. Ich schaffe mal so eine These. Wenn ich mit Sonntag spielen würde, mit Ho-Oh, wäre so eine These bestimmt mega stark. Und ich habe mir sicherlich auch schon mal den ein oder anderen, das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Nur wollen wir es ja auch dabei belassen. Ich denke, ich bin mit Igelsam und Megasauger, da ich hier kein Tournament spiele, oder sondern einfach nur die ganz normale Edition, glaube ich, dass ich da auch so durchkomme. Laufe dafür aber absichtlich in jeden Kampf, um zu trainieren. Sie sieht sehr stark aus, ich will gegen dich kämpfen. Mach das. Weil, ich glaube, Pokémon Liga ist nachher schon 48, 5, ja, 48, 45, 48 so, in dem Dreh. Und das könnte böse ausgehen. So. Ich glaube, das ist ein Fehler. Aber Magneton hat normalen Elektro-Attacken. Und macht natürlich einen Superschall. War ja klar. Da war nichts anderes zu erwarten. Ui. Das Stahl, ne? Komm schon, mach den Eisstrahl, bitte. Ja, Nogger! Du kannst mich nicht enttäuschen. Nogger ist auf jeden Fall eines meiner Lieblings-Pokémon. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Machst du nix. Weil, ich weiß nicht, Nogger war schon immer ein cooles Pokémon. Vor allem, weil, in der ersten Generation, in Lavandia, wo man es nachher bekämpfen musste, als Geister, bisher, wenn man den Turm hochging. Weißt du, da hat es mich schon geflasht. Nee, ich glaube, ich hatte die rote Edition und auf Rot konnte man Nitragosso fangen. Und das fand ich mal so mega schade. Auf kein Vulkanus, gab es nur auf der blauen Edition. Uiuiuiuiuiui. Das Magneton ist aber stark, du. Ja, ich hab. Ich wollte einen Safe Switch in für Smogmog haben. Weil ich glaube, der. Ah, guck mal, Owei.
Ding ist Gift, aber ich könnte theoretisch Smogmog reinwechseln. Ich glaube, das ist mir jetzt nicht so das Problem. Zurück zu den Spielen. Darksiders lade ich mir gerade wieder über Steam runter. Und werde es dann so aufnehmen. Weil das einfach für mich ist. Von wegen Rendern und allem. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich vertraue dem Game Capture HD Programm auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich vertraue ihm einfach nicht. Und da bin ich mit, ich nehme mit Fraps und... ja, Nummer 23 Recorder auf. Oder eben bei Pokémon ist es jetzt zum Beispiel Camtasia. Und ich habe da eigentlich nie bis jetzt Probleme mit gehabt. Klar, die Dateien sind natürlich verhältnismäßig groß. Aber alles, was ich bis jetzt so aufgenommen habe, war eigentlich auch immer schön flüssig. Was natürlich nachher auch am PC hängt, ne? Oder liegt, sag ich mal. Der PC muss es auch abspielen können. Zum Beispiel letztens beim Amnesia hatte ich ja diese Frame-Einbrüche, quasi diesen Komplettabsturz. Da hat der PC, glaube ich, nicht mitgespielt, das liegt nicht am Programm. Also ich bin sehr vertrauenswürdig zu Fraps und Nummer 23 Recorder, weil die mich bis jetzt noch nie verarscht haben mit den Dateien. Im Gegensatz zu Game Capture HD, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe das lange nicht mehr benutzt. Möglicherweise gab es da schon wieder ein paar Updates, was es ein bisschen stabiler gemacht hat. Weil ich glaube, bei... wo hatte ich das? Bei... Bei Darksiders war das sogar. Da musste ich ja die... ich hatte ja die Videos, diese Videoteilschnitte. Und die musste ich alle mit Fraps neu aufnehmen im Videoplayer. Und dann wieder zusammenschneiden. Weil das Programm mich voll verarscht hat. Da dachte ich mir auch so, geil. Wäre mir mit Fraps wahrscheinlich nicht passiert. Nun muss ich mal sehen, wann ich das mache und wie ich das mache. Vor allem ist Castle Crashers ja auch bald wieder durch. Und ich weiß noch gar nicht, was als nächstes Projekt folgen soll. Ich hatte da schon wieder so an Multiplayer gedacht, wäre schon geil. Ja. Aber ich weiß noch nicht mit wem. Nein, ich weiß auch noch nicht was. Und dementsprechend... wird knapp. Also ich muss mir das langsam überlegen, mit wem ich was mache. Und falls ich was mache. Ansonsten hätte ich in Planung Final Fantasy 3, ja, die Final Fantasy Reihe weiterzumachen erstmal wieder. Weil ich sag, hab mega Bock, habe ich auf Final Fantasy wieder. Nicht unbedingt auf 3, aber ich will gerne der Reihe nach das durchspielen. Ihr könnt sonst sehr von ausgehen, dass ich wahrscheinlich 10 gespielt hätte, Final Fantasy 10. Das war das HD Remake, das habe ich ja auch auf meiner PS3. Und danach 10-2 gespielt hätte. Weil, ich weiß nicht, für mich ist und bleibt Final Fantasy 10 das beste Final Fantasy. Nicht nur wegen Blitzball, sondern einfach auch von der Story her, vom Kämpfen her, von der Grafik her. Klar, Final Fantasy 10 ist jetzt auch ein bisschen später gekommen als Final Fantasy 7 und 8 und so. Aber selbst dann, also... ich glaube, selbst wenn Final Fantasy 7 und so in neuerer Grafik jetzt wäre, nicht dieses Polygon-Gekröse, sondern auch in, sagen wir mal, Final Fantasy 10 Grafik, ja, alle selbe Grafik, würde ich trotzdem Final Fantasy 10, glaube ich, vorziehen, weil, weiß nicht. Das war so quasi der Knackpunkt. Was ein Fatum-Knoten? Ist das für... der Fanat? Gilt es auf den... achso, okay. Mhm. Wo war Stingleben? Weil das so, das war mit unter anderem nicht unbedingt das prägendste Spiel, aber ich habe Final Fantasy X damals, ich sag jetzt mal als Kind, ja, also auf jeden Fall als ich noch jünger war, sehr viel gespielt. Ja, ich glaube allein Blitzball habe ich bestimmt Tag für Tag, sagen wir jetzt mal, wann kam das eigentlich raus? Also ich war auf jeden Fall noch auf meiner, nicht Grundschule, ich war auf der Hauptschule auf jeden Fall noch. Da war das auf jeden Fall schon draußen,